Achso, ich soll. Ich dachte schon. Hey, sagte bitte. Das wird nur einen Augenblick dauern. Ist da was Neues? Oha. Siehst du? Sieht das aus wie ein Schwert und Knüppel? Nun, meine Waffe nur aufgrund deines Willens zu zücken, ist ein wenig verstörend. Ja, ist das ein neuer Move? Der Zauber funktioniert nicht. Spektakel für den ich glaube, sie ist fort. Dadurch kann ich drücke E, um diese hartnäckigen Netze zu zerstören. Okay. Wir haben direkt mehr, oder? Warte mal. Merkwürdig. Ich kannte Sevidin kaum. Und doch fühlt es sich so an, als hätte ich jemand unglaublich Wichtiges verloren. Habe ich dir schon mal gesagt, wie wunderbar ich dich finde? Sprich weiter. Noch immer keine geisterhaften Spektralspinnen, die sich hier verstecken? Nein? Gut. Hier ist ein Loch. Hallo! Ja, ich wusste schon, dass es da ausgeht, aber ich wollte es auch einfach entfernen. Aus. Eine Anleitung, wie man sich vor Menschen versteckt. Wünschte, ich hätte eine. Aus meiner Zufriedenheit. Sie zeichnet gut. Wie findet sie in diesem Saustall überhaupt irgendwas? Ist das im Moment gerade wirklich wichtig? Naja, aber das ist hier wichtig. Madame Ben Deborah. Warum liegt hier ein Brief von Deborah Comenius? Und wer ist Grace? Kein Weg zurück nach New Eden Town und auch keine Seeker. Unser einziger Hinweis führt zu Kate Newsmith. Ja, wir müssen vielleicht kennt sie diese Grace und weiß, wie wir sie finden. Ein bisschen schneller reisen. Heißt wieder zurück. Wo war denn das? Ja, ne? Hier war das Lagerfeuer. Nee. Hey. Aber wo ist das jetzt zum Beispiel? Ich sehe auch wieder eine Nebenquest. Junge, es sind jetzt wieder überall Nebenquests wieder dazugekommen. Und ich dachte, es wär's. Nein. Hier ist eine neue Nebenquest. Junge, hier sind einfach 20 neue Nebenquests gekommen. Was ist denn mit euch los? Das neue Nebenquest, das neue Nebenquest, das neue Nebenquest. Da ist eine neue Nebenquest. Ey. Jetzt habe ich gar keinen Bock mehr. Scheiße ich auf die Nebenquest. Wir sehen uns dann wieder bei der Hauptquest weiter. Überlebte Captain Pennington die Meuterei? Jetzt müssen die, die überlebt haben, alte Sünden hinter sich lassen und sich um die Zukunft kümmern. Mit Pennington oder ohne ihn. Denn der Captain sieht keinen Silberstreif am Horizont hinter den dunklen Wolken seiner Vergangenheit. Oh, der kam gerade plötzlich. Als ich nach hier gesneakt bin. Aber ein bisschen aufgerüstet. Das, was ich eben machen wollte. So, jetzt spreche ich erstmal mit Kate. Die ist zwar oben, ne? Kate Winslet natürlich. Da ist die Frau der Tat. Wo steckst du? Wo bist du hin? Ja. Habt ihr die Siedler gefunden? Sind sie noch am Leben? Ich habe sie leider noch nicht gefunden. Welche Siedler? Dann sucht bitte weiter. Welche Siedler denn? Was war denn das für eine Quest?
Hey? Ich suche nach jemandem und hatte gehofft, ihr könntet mir vielleicht helfen. Ich habe zu tun. Kümmert euch selbst darum. Ihr sollt gar nichts für mich tun. Ich brauche nur Informationen. Im Gegenzug habe ich Neuigkeiten, die interessant sein könnten. Euer Name wurde in einem alten Brief erwähnt. Er war an jemanden namens Grace adressiert und wurde von einer Deborah Comenius verfasst. Ihr müsst wirklich in jeder Wunde bohren, oder? Vor allem, wenn es nicht die eure ist. Ja. Deborah erwähnte in ihrem Brief eine Hütte im Wald. Könnte diese Grace sie gefunden haben? Ich weiß es nicht. Das ist alles schon furchtbar lange her. Ich hatte sie erfolgreich verdrängt. Hat Grace euch um Hilfe gebeten? Nein. Grace Pennington ist verschwunden. Niemand hat sie je wieder gesehen. Grace Pennington? Verwandt mit Captain Saul Pennington? Pennington hatte eine Tochter? Und ihr kanntet sie? Ja, aber nicht sonderlich gut. Deborah unterrichtete sie in der Schule und sprach hin und wieder von ihr. Schüchtern wie ein Stachelschwein und doppelt so stachelig, wenn ich mich recht erinnere. Deborah schrieb den Brief im Februar 1688. Wann ist Grace verschwunden? Einige Monate später. Pennington bezichtigte Deborah der Hexerei. In meiner Erinnerung hat dieser Moment damals alles andere überschattet. Hätte Grace allein im Wald überleben können? Möglich, aber wäre sie unentdeckt geblieben? Nein. Wir alle dachten, sie hätte New Eden verlassen. Vielleicht gen Westen in die Wildnis. Habt ihr den Namen Seeker schon einmal gehört? Hört sich weniger wie ein Name als eine Berufung an. Sagt mir jedoch beides nichts. Sind wir hier fertig? Eine Frage noch. Hatte die Lehrerin eine Hütte im Wald? Deborah verbrachte viel Zeit bei Spaziergängen im Wald. Sie wollte den Druiden besser verstehen, sagte sie. Jetzt, da ihr es erwähnt, erinnere ich mich an einen Schneesturm. Sie verbrachte 3 Tage in einer Hütte nicht weit von hier entfernt. Geht nach Südosten und überquert die Zugbrücke. Folgt dem Weg zur Mine. Wenn die Hütte noch steht, dann findet ihr sie dort. Gut, dann machen wir das mal. Bis zu unserem nächsten Treffen, Kate. Ach du Scheiße, warum ist das so viel? Ich habe das Gefühl. Typisch, dass Sika genau dann nicht auffindbar ist, wenn wir sie dringend brauchen. Ich verstehe immer noch nicht, wieso das Ritual gescheitert ist. Lass uns einfach die Hütte finden. Das ist aber jetzt nicht die Hütte, die wir jetzt nachgehen, ne? 170 Meter. So. Optional fahrt Pennington nach seiner Tochter. Heißt, ich soll wieder komplett zurück. So. Was habt ihr angetan, Highlander? Nein. Lasst die Unschuldsmine. Die kaufe ich euch nicht ab. Dieses aufmüpfige Weib entkommt aus ihrer Zelle und ihr spaziert hier einfach so rein. Und ich soll glauben, das hat nichts miteinander zu tun? Ist er bereits auf der Suche nach einem neuen Sündenbock? Beantwortet die Frage, McWraith. Wo ist Helen Priest? Keine Ahnung. Habt ihr eure Gefangene verloren? Ich kann es ihr nicht verdenken, aber eins ist sicher. Ich hatte damit nichts zu tun und ich weiß nicht, wo sie ist. Ich sollte euch dafür wegsperren. Das würde euch gefallen, nicht wahr? In Ordnung, Captain. Beruhigt euch und sagt mir genau, was passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Nicht genau. Die Zellenschlüssel sind verschwunden. Und die Aufrührerin mit ihnen. Sie ist wie eine Mixtur aus Essig und Verdruss. Wer weiß schon, welch finsteren Verrat sie gerade plant. Bei allem nötigen Respekt, werter Herr, das ist nicht mein Problem. Nichts, was ein Verbanner lösen könnte. Soweit wir wissen. Solange sie da draußen wie ein loses Hauptsegel im Wind herumflattert, gibt es kein Vertrauen hier drin. Findet sie, McWraith. Dann glaube ich euch. Findet sie. Ist verarschen? Tut, was getan werden muss.
Was wisst ihr über eine junge Frau namens Grace? Ich weiß nicht, wo ihr diesen Namen herhabt, Verbanner. Aber sprecht ihn besser nie wieder aus. Es ist wichtig. Sonst würde ich nicht fragen. Wichtig oder nicht? Ich kann euch nicht antworten. Nach allem, was ich getan habe, schuldet ihr mir wohl eine Antwort. Das vorsteht in eurer Schuld, so viel ist wahr. Aber diese Schuld wird auf eine andere Art beglichen. Ich habe den Namen aus einem Brief, ein höchst interessantes Schreiben. Demzufolge war es allein eure Schuld, was Grace zugestoßen ist. Nein, die Schuld lag bei ihr. Sie war stur. Aha. Der Brief erzählte ein ganz schönes Märchen. Ich würde gern eure Version davon hören. Ich habe bereits von den ungehorsamen Schotten gehört. Und wenn diese Geschichten der Wahrheit entsprechen, dann seid ihr wahrhaftig fürchterlich stur und verbissen. Der Brief war eindeutig. Ihr seid für ihr Leid verantwortlich. Niemand ist dafür verantwortlich. Außer sie selbst. Ich wollte es verhindern. Sie wollte nicht hören. Ich ihr wehgetan? Das ist doch lächerlich. Ich habe hart gearbeitet, um ihre Fehler auszubügeln, damit sie nicht den Preis dafür zahlen musste. Was immer ihr getan habt, scheint die Sache nur schlimmer gemacht zu haben. Ich war standhaft. Das ist es, was nötig ist. Und das, mein Herr, ist, was ich tue. Ich bleibe standhaft. Warum so geheimnisvoll? Ein starkköpfiges, ungezogenes Kind. Sie gehorchte nie. Vor allem, wenn ich ihr etwas sagte. Ich verstand ihre Widerspenstigkeit nie. Ihre Feindseligkeit. Diese Aufmüpfigkeit. Von ihrer Mutter hatte sie das jedenfalls nicht. Ich habe keine Tochter mehr und das ist auch besser so für alle Beteiligten. Was heißt das? Erzählt ihr mir, was passiert ist? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, ich habe sie fortgeschickt. Ins Exil. Wieso? Wieso solltet ihr das tun? Sie ließ mir keine Wahl. Ich ertappte sie im Akt der Sünde. Sie las in Büchern. Sie studierte. Hexerei. Ich ertappte sie beim Studium der Hexerei. Es war ein Buch im Besonderen, das es ihr angetan hatte. Woher es kam, weiß ich nicht. Hätte ich es nur loswerden können. Ich verbat es ihr. Doch sie las weiter. Wieso erinnert mich das sofort an Lemmy Hasker und auch an Deborah? Obwohl Deborah unschuldig war, habt ihr sie der Hexerei bezichtigt. Bestreitet ihr das? Abstreiten? Ich bin stolz. Vor dem Gesetz mag sie keine Hexe gewesen sein, aber unschuldig war sie sicher nicht. Sie war Gift, hat die Kinder verdorben. Sie verdarb auch meine Grace. Ich habe mich seitdem in all den Jahren sehr verändert. Aber wenn ich zurückblicke, weiser als damals, hatte ich recht. Mhm. Ich würde es wieder tun. Sollte ich herausfinden, dass eure Tochter überlebt hat, wenn ich wüsste, wo sie war? Nein, ich hätte ihr nichts zu sagen. Grace Pennington ist für mich und alle, die sie kannten, vor langer Zeit gestorben. Haltet von mir, was ihr wollt. Es kümmert mich nicht. Ich tat, was notwendig war. Und ich würde es jederzeit wieder tun. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Rapport. Wo ist Priest? Der Plan ist noch in Arbeit. Ich bin über dieses Päckchen gestolpert. Es ist für die Garnison. Der Bote hat leider nicht überlebt, aber ich möchte es dennoch abliefern. So. Endlich. Sieht weg. Das ist nichts Besonderes. Ein Bündel von Briefen. Ja, dann sehen wir es wieder an der nächsten Hauptquest. Ja, wieso? Warte mal. Das ist eine Nebenaufgabe, ne? Oder wie? Finde die Hütte im Wald, das machen wir jetzt auch. Ich kann mich schon am Arsch lecken jetzt. Such den. Ich weiß auch gar nicht, welche Quest das ist. Die ist hier nicht. Ja, das ist anderes.
Ja, die ist hier nicht. Eisenmangel, ne. Ja, wir sehen es dann bei der Hauptquest. Also quasi, wo wir eben aufgehört haben. Näher sein. So, da sind wir wieder. Ja, ich habe gerade auch Gegner bekommen, die echt stark geworden sind. Die sind jetzt auf Stufe 23. Spiel will, dass wir Nebenquests machen, aber ich habe keinen Bock drauf. Das ist mir auch zu viel, oder? Ich spüre Magie. Könnte Sieger hier sein? Hier ist da was. Über die Zeit verblasst. Schwer zu sagen, welchen Zweck es einst hatte. Muss so rein, ne? Ah, hier ist... Was ist denn das? Ja, natürlich. Ganz schön stark hast du, hm? Zeig ihnen, warum sie Fabana fürchten sollten. Zu mir! Ja, wir haben auch neue Attacke drauf, ne? Dieses mit dem Schwert. Aber es wird, glaube ich, aufgeladen, ehe das kommt. Da lang? Ich glaube, wir müssen sogar lang. Hier in die Hütte im Wald. Was macht das? Hexenstein, okay. Das ist einfach nur ein Nebengas oder was? Na toll. Hä, kam doch gerade von da, oder? Hey, ah da! Okay. Aber das ist mal so unübersichtlich. Das ist die Hütte, oder? Nee. Ist nicht die. Das sind zwei Wege. Okay, die eine führt zu einer Sackgasse. Der Pfad da oben geht es ein bisschen weiter. Okay. Oh Mann. Ey, ihr nervt. Er ist gar nicht mal so schwach. Drecksau.
Drecksau! Die Drecksau! Ah ne, oder? Was ist denn hier? Ah, eine Truhe. Komm mal hier, ob nur wieder hoch. Mist hier. Ja, okay. Ah, jetzt müssen wir wieder hier hochklettern. Mann, Mann, Mann. Da geht's lang. So, hier ist nur ein Spalt. Erzpyrit. Und da kommen wir zurück, okay. Das kann kein Zufall sein. Ist Grace womöglich Seeker? Was? Staubig. Seeker war schon lange nicht mehr hier. Was denn jetzt? Feinde? Hey. Okay. Wir können das Seil dran machen. Das ist eigentlich dramatische Musik. Oh ja. Ja, die Kanone hat schon Krach. Jemand zu Hause? Auf. Kommt einmal hier. Noch mehr Dämonologie. Ungewöhnlich für eine Hexe. Diese zwei Schulen der Magie sind sich eigentlich spinnefeind. Vielleicht kann uns Lemmy mit dem Zauber helfen. Deborah wusste von diesem Ort. Konzentrier dich aufs Wesentliche, Red. Tu ich. Interessante Kleiderwahl für so ein junges Ding. Fetzen, mehr nicht. Und sie helfen uns nicht, sie zu finden. So, Fräulein. Kann ich endlich ich selbst sein? Da ist Grace aber tief gefallen. Mach keine Witze. Die Situation ist ernst. Ja, du hast recht. Oh, und sie ist. Der gleiche Kreis wie am Eingang. Aber das Symbol kenne ich nicht. Ich kenne es nicht, aber Lemmy vielleicht. Seeker hat das gezeichnet. Pausen. Jetzt haben wir Gewissheit. Sie ist in den Bergen. Verfies. In den Bergen, hinter einer magischen Tür. Und dieser Kreis ist, wie auch immer, der Schlüssel. Es war gut, dass wir hergekommen sind. Der Kreis. Jetzt wissen wir, wo sie sich versteckt. Bald werden wir den Teich benutzen können. Frage Lemmy, Alter. Wir brauchen nur den Schlüssel für den Dissimulationszauber. 100 Kilometer Marsch. Und Lemmy Haskell wird uns dabei behilflich sein. Ja, sicher. Ja, dann sehen wir uns dort. Da schneide ich das wieder. Da bin ich. Lemmy. Ich weiß ja, wie die Reise nach Jerusalem. Mal. Darum, dann darum, dann darum. Was für eine Aktivität. Wann diese Rede endlich vorbei ist. Lemmy. Meine Freunde! So lange ist es schon wieder her. Ich hatte schon gedacht, ihr hättet mich vergessen. Ja, wir hatten einiges zu tun. Und was habt ihr in all der Zeit gemacht, Haskell, mein Freund? Ah, ich habe eine Rede geschrieben. Einen Diskurs. Geeignet, um die zutiefst erschütterte Moral wieder aufzubauen. Unglücklicherweise kämpfe ich noch mit dem Ende. Mal wieder typisch Lemmy Haskell. Mir fehlt noch ein gutes Ende. Ein richtiger Höhepunkt zum krönenden Abschluss. Ich dachte mir, ich erzähle von euch. Wäre euch das recht? Kannst du machen, wie du willst. Sprech von Tapferkeit, sprech von Geduld. Wenn ihr das für das Beste haltet. Hm.
Die Leute sind Verbannern nicht immer wohlgesonnen. Sprecht lieber von Geduld, von Akzeptanz, von Demut vor dem Herrn. Bei euch hört sich das so einfach an. Wart ihr schon immer so wortgewandt? Nun, ich habe Männer in den Krieg geführt. Und angsterfüllte Männer wollen Worte der Tapferkeit hören. Gut formuliert. Ich werde mir das zu Herzen nehmen, während ich weiter an meiner Rede feile. Ich glaube fest daran, dass, dank des Zusatzes eurer profunden Weisheit, diese Rede sicherlich gut bei den Leuten ankommen wird. Zumindest bei denen, die noch übrig sind. Ja. Wir haben eine Seite aus einem Buch gefunden. Hier. Erkennt ihr sie vielleicht wieder? Lasst mal sehen. Ist die aus die Rätsel des Trismegistus? Ja, es erweckt den Anschein. Warum bringt ihr mir eine schimmlige Seite aus einem amüsanten, jedoch harmlosen kleinen Buch? Warum habt ihr es für euch behalten, dass ihr wieder einem Freund ein Ritual beigebracht habt? Das ist lange her. Ich sagte, dass ich nach der Sache mit Caleb niemandem mehr ein Ritual beibringen würde. Und das habe ich getan. Nicht getan. Wissen wir, aber wir sind jetzt auf der Suche nach Grace Pennington und wir hatten gehofft, ihr könntet uns helfen, sie zu finden. Wen? Im Ernst, Junge. Tut mir leid, Mistress Antea. Als ihr Graces Namen aussprach, habe ich instinktiv versucht, sie zu beschützen. Ja, ein Speis. Habt ihr je von einer Person namens Seeker gehört? Seeker? Nein. Klingt wie ein Titel, wie mein wahrer Sucher. Hat die andere gesagt. Diese Seeker, ist das Grace? Ist sie am Leben? Wisst ihr, wo sie ist? Wir denken, dass das Grace ist und wir hoffen, dass sie noch am Leben ist. Deshalb suchen wir nach ihr. Wir vermuten, dass sie sich hinter eurem Dissimulationszauber versteckt. Dann müsstet ihr den Zauber aufheben. Sollte nicht kompliziert sein, sobald ihr mit dem richtigen Wissen gewappnet seid. Ja, oder du könntest es machen. Wann habt ihr Grace Pennington zum letzten Mal gesehen? Das muss wohl ein paar Tage, nachdem ich ihr das Verhüllungsritual gebracht habe, gewesen sein. Als ich später zurückkehrte, war die Hütte weg. Was Sinn ergibt jetzt, wo ich darüber nachdenke? Das war's? Seitdem habt ihr nie wieder versucht, eure beste Freundin zu finden. Eure einzige Freundin. Nun, ihr müsst wissen, dass einige Wochen später bereits über Hexenwerk in der Stadt gemunkelt wurde. Ich hielt mich bedeckt und Grace war so besser dran. Ich hatte recht. Und ich bin froh, dass sie entkommen konnte. Es ist merkwürdig, nach all der Zeit wieder an sie zu denken. Wie funktioniert das Ritual? Es erschafft Illusionen, die so verblüffend echt sind, dass sie selbst Menschen mit Argusaugen täuschen. Es gibt zwei effektivere Verhüllungszauber, aber die Rätsel des Trismegistus bestechen durch ihre schlichte Eleganz. Die Kurzfassung, wenn's geht. Wir wollen nur wissen, wie wir den Zauber aufheben können. Ja, natürlich. Dazu benötigt ihr lediglich den vollen Namen des Zauberers und das Symbol, mit dem die Illusion erzeugt wurde. Grace Pennington und ein nach unten zeigendes Dreieck. Nun, dann ist nur noch ein einfacher Gegenzauber aus demselben Buch nötig und... Oh nein. Was ist nun? Leider habe ich meine Ausgabe im Aralu zurückgelassen, in der Leere. Fantastisch. Einfach fantastisch. Ja, aber zu meiner Verteidigung, wenn ihr das Buch habt, kann Graces Illusion ganz einfach entzaubert werden. Vergleichsweise einfach jedenfalls. Ja, toll, dann machen wir das mal. Habt Dank für eure Hilfe. Könntet ihr Grace mitteilen, dass ich noch immer ihr Freund bin? Es würde mich freuen, sie wiederzusehen. Sobald wir sie gefunden haben, werden wir es sehr gern ausrichten. Das ist für ein Hin und Her, jetzt wieder 86 Meter. Ja. Dann sehen wir uns gleich wieder.